Ja, das ist ungewöhnlich. Impfstoffe machen normalerweise Halt vor den Stammzellen und vor den Zellen, die wir für die Reproduktion benutzen. Ja, dieser Impfstoff nicht. Ja, der geht direkt rein in jede Zelle im Körper. Der ist so angelegt. Das sind die alle vier, die vier großen. Ja, ich möchte jeden ganz herzlich zu United to Heal willkommen heißen. Ich freue mich ganz, ganz besonders, dass ich heute beim Impfgipfel Dr. Dietrich Klinghardt dabei habe. Dr. Dietrich Klinghardt hat eine Klinik in Amerika, hat eine in Deutschland, ist international sehr bekannt, hat viele Bücher geschrieben, hat seine eigenen Behandlungsmethoden entwickelt, nachdem er mit der klassischen Medizin nicht ganz zufrieden war, wenn ich das so sagen darf, und hat sich dann weiterentwickelt, hat gedacht, es muss mehr sein, um Menschen helfen zu können, es muss mehr gehen, und hat ganz beachtliche Dinge entwickelt, ganz beachtliche Herangehensweisen. Und da freue ich mich ganz, ganz besonders, dass ich dich jetzt dabei habe, lieber Dietrich. Danke, ja, schön. Danke für die Einladung. Ist ja eine Freude, eine Ehre. Ja, ich freue mich auch, und für mich ist es auch immer wieder eine Ehre, dass wir hier bei United to Heal auch so ein tolles Publikum haben und dass hier so eine schöne Gemeinschaft entstanden ist, die wirklich dann auch ja tiefgreifendes Wissen möchte und da auch so immer nachfragt und sich so beteiligt an dem Ganzen. Ja, unser Kongress, wir haben einen Kurzkongress gemacht, wir haben ihn auch kurzfristig ins Leben gerufen. Es geht einfach nochmal um diese ganze Geschichte rund um Corona, Mutation, Impfung. Und ich freue mich, dass du jetzt mich bereit erklärt hast, da auch nochmal was drüber zu sagen und aus deiner Perspektive das zu beleuchten. Und ja, das Erste, was ich vielleicht frage, weißt du überhaupt jetzt, wo dieses Virus herkommt? Hast du das schon irgendwie aus deiner Sicht? Ist es auch von der Fledermaus oder ist es eher so ein, ja, ist es aus dem Labor oder spielt das eigentlich keine Rolle? Ja, es spielt schon eine Rolle. Also erstmal ganz kurz unsere eigenen Beobachtungen. Oder ich hatte im August 2019 zwei Patienten aus Texas, die ganz schweren Lungenbefund hatten und wo es schwer war, sie da durchzukämpfen, und sind gesund geworden. Und ich habe ihre Blutproben behalten und dann vor 6 Monaten oder so eingeschickt, und die waren beide hochgradig positiv für SARS-CoV-2, also für diesen Virus. Das ist also 4 Monate bevor das offiziell anfing. Right? Und diese Patienten waren nicht aus China, sondern aus Texas, aber waren aus dem Umfeld von dem größten Labor, Militärlabor in den USA, Fort Detrick heißt es, ja. Und dort war bekannt, dass es da einen Zwischenfall gab im Juli oder Juni oder Juli, der unbekannt ist, aber wo das Labor zeitweilig geschlossen wurde und die Bevölkerung evakuiert wurde in der Gegend. Das fanden wir erst später raus. Ja, also für mich ist es relativ klar und ist es bekannt, dass dieses Labor eng zusammengearbeitet hat mit dem Labor in Wuhan. Ja, und dass jetzt natürlich die Amerikaner versuchen, das Ganze abzulenken auf die Chinesen, ist verständlich, oder? Aber für mich ist der Weg von diesem Virus sehr, sehr klar. Er fing an in Fort Detrick, und ihr könnt euch das gut merken an meinem Namen, oder? Geht von dort nach China und von dort in die Öffentlichkeit. Und ob das nun, wir wissen, dass der Virus gezüchtet ist, oder? Aber wir wissen auch, es gibt über 3000 Labore in der Welt im Moment, die an dem sogenannten Weaponizing von Viren arbeiten, also die daran arbeiten, Viren herzustellen, die für die Kriegsführung genutzt werden können. Über 3000 Labore. Und nur etwa 40 davon sind unter der Führung von einem oder der Beobachtung von der Regierung. Ja, die anderen sind alle selbstständig und machen ihr eigenes Ding und versuchen, was zu züchten, was dann mit hohem Gewinn verkauft werden kann an die verschiedenen Militärs. Und das heißt, da kommt
eh auf unsere ganze Welle zu. Denn es ist klar, wenn jemand sowas gezüchtet hat und verkauft, dann wird es auch benutzt irgendwann. Das heißt, die Zukunft unserer Erde jetzt für die nächsten paar Jahrzehnte wird mit Sicherheit das sein. Aber dann möchte ich auch dazu sagen, okay, Viren, egal ob sie gezüchtet sind oder nicht, haben auch ein Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein wird immer dahin führen, dass ein Virus mit uns leben will und uns nicht töten will. Denn wenn der Virus uns tötet, stirbt der Virus auch. Ja. Das ist nicht so bei, es gibt Ausnahmen, so Toxoplasmen zum Beispiel, die haben Vorteile davon, wenn der Wirt stirbt, auf bestimmte Art. Aber bei den Viren ist es nicht der Fall. Das heißt, jeder Virus hat vom Bewusstsein her die Tendenz, harmloser zu werden und vielleicht sogar synergistisch mit uns zu arbeiten. Und von daher ist die Angst vor den Viren auch nicht gerechtfertigt. Was Schlimmes ist dieser Scheinschluss, dass die einzige Therapie für Viruserkrankungen die Impfung ist. Ja, jetzt kommen wir gleich nochmal ganz kurz zu. Die Doris ist gekommen. Jetzt, die hatte ja schon gewartet, jetzt nehme ich sie noch mit rein. Ja, so. Hallo, Herr Dr. Hey, Kindert. Hallo. Ich habe schon ganz gespannt zugehört, was Sie erzählt haben. Wir haben uns schon geduzt. Ah, okay, ich bin die Doris, ja. Hallo. Ja, hallo Doris, schön, dich zu sehen. Ja, ebenso. Ja, das mit Amerika, das war ja immer wieder im Gespräch. Ich finde das auch ganz spannend, dass das jetzt von dir nochmal belegt wurde, dadurch, dass du halt auch positive Menschen entdeckt hast, also die dann auch aus der Nähe von diesem Labor kommen. Ja, wir müssen mit den Viren leben. Eigentlich wollen die auch mit uns leben. Und eigentlich ist es ja auch so, dass die sich nach einer Zeit immer irgendwie so ein bisschen harmloser mutieren. Soweit habe ich das jedenfalls verstanden. Ja. Ne? Ja, ein Beispiel dafür sind einfach die Grippewellen, oder? Mhm. Bei der Grippe wissen wir, dass die Grippeimpfung maximal, wenn überhaupt einen Effekt hat, maximal 30% der Leute einen Unterschied macht. Es gibt übrigens eine gute Studie, die zeigt, dass wenn Leute Vitamin D nehmen, hat es einen wesentlich besseren präventiven Effekt als die Impfung. Aber mal abgesehen davon, die Grippe gibt es seit Tausenden von Jahren und wir haben immer noch keine Therapie dafür. Und die Impfung, die Wissenschaft zeigt, die Impfung funktioniert nicht, oder? Und das heißt, trotzdem verschwindet die Grippe. Oder? Die kommt und dann verschwindet sie wieder, ohne Therapie. Und es ist der natürliche Verlauf von allem im Leben, diese E-Funktion, die stattfindet. Und es wird auch, egal ob die Viren Menschen gemacht sind oder nicht, man kann Viren bilden, die anfangs tödlich sind oder bestimmte Symptome verursachen. Ja, das geht, aber trotzdem wird sich jeder Virus ins Leben integrieren, egal was die Intention ist davon. Und das ist das Problem auch für die Labore, die diese Dinge herstellen, ein Virus zu züchten, der bleibend zerstört und bleibend seine Aufgabe erfüllt, ist nicht möglich. Die Viren verändern sich ständig und gucken, wo sind sie, was sind die Temperaturen, wer ist mein Wirt, was braucht mein Wirt, damit es ihm gut geht, oder? Und die Viren passen sich ständig an. Die haben selber nicht die Intention zu töten oder krank zu machen. Das ist ja die gute Nachricht. Das ist meine Frage, welchen Einfluss hat denn jetzt letztlich die Impfung auf unseren ganzen Körper, auf unser energetisches System, auf alles oder wie Sie so schön sagen, auf die 5 Ebenen des Seins. Wie wirkt diese Impfung darauf? Ja gut, also da kann ich natürlich lange drüber reden, aber ich gebe mal so eine kürzere Form davon. Also erstmal ist im Moment die Impfung, ich möchte den Namen auch gar nicht erwähnen, weil es dann oft geht, das Internet macht plötzlich Stopp. Die gegenwärtigen Impfstoffe sind keine Impfstoffe, sondern sind ja Gentherapie. Und erstmal um zu sagen, oder wie es funktioniert, ist, dass die, oder wenn diese ist ganz egal, ob die DNA-Impfstoffe oder RNA-Impfstoffe oder wir wissen, dass die
BioNTech, also der eine Impfstoff, dass die Nanomagnetpartikel benutzen, die dazu führen, dass der Impfstoff in jede Zelle befördert wird, jede Zelle im Gehirn, jede Zelle in den Ovarien, jede Zelle im Hoden. Ja, das ist ungewöhnlich. Impfstoffe machen normalerweise Halt vor den Stammzellen und vor den Zellen, die wir für die Reproduktion benutzen. Ja, dieser Impfstoff nicht. Ja, der geht direkt rein in jede Zelle im Körper. Der ist so angelegt. Das sind die vier großen. Und das in die Zellreihen heißt doch nicht in die DNA. Ja, und dann gibt es, das wissen wir von der HIV-Forschung, gibt es in der Zelle gibt's ein Enzym, das heißt Reverse Transkriptase. Wenn es aktiv ist, nimmt es diesen Impfstoff, nennen wir es mal so, und baut den in die DNA ein vom Patienten. Mhm. Und ist dann für immer da, auch im Erbgut. In diesem Fall ist das erste Mal, dass was gefunden wurde, was auch ins Erbgut reingeht, oder? Und dann führt ja dann dieser DNA-Abschnitt, wenn der abgelesen wird bei Patienten, es sind nun zum Glück nicht alle, aber wenn der Körper muss den stilllegen, diesen Teil von DNA, ja, das macht er, indem er dann eine Methylgruppe drauf klebt oder acetyliert, so die Mechanismen. Und wenn es nicht funktioniert, was häufig der Fall ist, wenn man unter Stress ist, wird diese DNA abgelesen. Ja, und dieser Teil erzeugt dieses berühmte Spike-Protein, das zwei Wirkungen hat. Einmal ist es selber ein starkes Toxin und zweitens führt es zu der gewünschten Antikörperantwort, ja, dass der Körper Antikörper dagegen bildet, der dann dieses Protein binden soll. Jetzt gibt es viele Leute, die diese Antikörperproduktion nicht schaffen und dann überschwemmt dieses Gift den ganzen Körper und macht Symptome. Ah. Ja, das ist eine. Und das zweite sind dann die Kreuzreaktionen, dass diese Antikörper reagieren jetzt nicht nur mit dem Spike-Protein, sondern auch mit zum Beispiel mit einer Substanz, die heißt Syncytin 1, das ist dieser Stoff, mit dem der Embryo sich anheftet an den Uterus bei der Befruchtung. Und da wir jetzt Antikörper dagegen hat, gibt es keine Befruchtung mehr, keine erfolgreiche, ja, bei den Geimpften. Es wird wesentlich einen Drop geben in Schwangerschaften, was vielleicht für die, ja, wahrscheinlich gewünscht ist, so im Hintergrund, als Intention, die mit eingebaut ist in den Impfstoff. Aber natürlich möchte ich gerne gefragt werden, wenn ich sterilisiert werden soll oder nicht. Ich würde gerne mein Einverständnis geben. Und wir wissen jetzt, was die höheren Ebenen angeht. Wir wissen, dass die DNA schwingt zwischen 40 Milliarden und 160 Milliarden Mal pro Sekunde. Das ist eine irre Schwingungszahl. Aber es ist das Gleiche jetzt wie 5G. Ja, 5G hat jetzt erfasst jetzt diesen Bereich und wirkt auch in unsere DNA rein, weil es im gleichen Bereich wirkt. Und wir wissen, es ist letztlich die Schwingung der DNA, die uns verbindet, zum Beispiel mit unseren anderen Familienmitgliedern, stärker verbindet. Das ist ein Resonanzkörper. Aber die DNA ist auch der Teil, wo wir Licht auch, die DNA ist ein Lichtspeicher und auch lichtabgebendes System. Und das Licht, das abgegeben wird, das erzeugt unser Lichtfeld, unser Biophotonenfeld. Ja, und dieses Biophotonenfeld ist in Kontakt mit allem, was lebt. Ja, das ist ein Austausch auf dieser Ebene im Lichtkörper, mit dem Lichtkörper von allem anderen, was lebt. Aber nicht nur das, sondern es ist auch ein Austausch mit den höheren Welten. Und jetzt durch diesen Einbau, durch die Veränderung der DNA, ja, das nur dadurch, dass wir da eine Sequenz von was anderem einbauen, verändert es für uns. Es ist wie eine Stimmgabel, oder? Wo man plötzlich den Ton verändert. Der ist jetzt nicht mehr C, sondern irgendwo zwischen D und zwischen C und Dis. Irgendwo dazwischen drin. Das heißt, wir haben unser Tuning verändert. Und es verändert unseren Zugang zu Gott, es verändert unseren Zugang zur Intuition, es verändert unseren Zugang zu allem, was uns heilig ist. Das heißt jetzt primär nicht unbedingt schlechter, aber anders. Und
heißt nicht unbedingt schlechter, aber heißt menschengemacht. Oh, Deutschland gegen Portugal. Ja, Deutschland gewinnt? Ja. 4-2? Oh, ja. Die sahen ja nicht so toll aus bei den Franzosen. Nee, aber die haben sich jetzt völlig geändert. Wir haben das nämlich jetzt in der Zeit geguckt, bevor wir hier angefangen haben. Haben wir die Tore alle gesehen. Also insofern hat das sein Gutes gehabt, dass es sich heute etwas verzögert hat mit uns. Ja, naja, cool, gut. Das hätte ich auch gern gesehen, das Spiel. Ja, ich habe noch mal eine Frage zu den Impfstoffen. Und zwar, mein Verständnis war, dass die mRNA-Impfstoffe gar nicht in die DNA gehen, weil sie ja abgelesen werden und daraufhin in der Zelle und dann diese Antikörper bilden. Und mir war nicht bewusst, dass sie in der DNA eingebaut werden. Also ich kenne auch die Reverse-Transkription, aber... Ja, ich möchte gerne darauf eingehen. Mhm. Also das habe ich bereits im Februar vor über einem Jahr veröffentlicht, dass es gibt dieses Enzym in der Zelle, die Reverse-Transkriptase. Mhm. Ja, und die wird induziert durch Retroviren. Und dadurch, dass heute Retroviren werden aktiv durch den Elektrosmog, die sind in unser DNA eingebaut. Wenn die Retroviren einmal aktiv sind, die aktivieren dieses Enzym, die Reverse-Transkriptase, und die hat den Auftrag, nach RNA-Bruchstücken zu suchen, die aufzunehmen und in die DNA einzubauen. Ja, und das ist mit Sicherheit nicht übersehen. Ja, wenn ich das als Landarzt rausfinden kann, dann wissen mit Sicherheit die Impfhersteller, dass das der Fall ist. Ja. Wie ist das denn bei den Leuten, die jetzt alle geimpft sind? Bisher sind ja, ich höre natürlich, ich habe Kanäle, von denen ich natürlich immer wieder höre, dass es ganz viele Nebenwirkungen da sind. Aber ich höre auch von ganz vielen Menschen, die sind geimpft, haben jetzt ihren zweiten Shot seit, 3-4 Wochen oder auch seit 2-3 Monaten. Und da ist noch nichts. Oder da ist nichts. Also die fühlen jetzt nichts. Wie, ja. Wir haben gerade eine Unterbrechung gehabt. Könnt ihr mich hören? Ja, sehr gut. Mhm. Ja, gut. Gut, also ich möchte einmal darauf hinweisen, es gibt eine Studie von Israel von zwei Ärzten, die haben einfach die Zahlen angeschaut und haben sind zur Berechnung gekommen, dass durch die Impfung 40 Mal mehr Leute sterben, als gestorben wären durch die eigene Erkrankung. Und wenn man diese Zahl umrechnet auf die jungen Leute unter 20, dann ist die Zahl sogar 260 Mal Leute sterben eher mehr durch die Impfung, als sie natürlich gestorben werden. Und ich möchte ein paar Beispiele geben, oder die du auch kennst. Der dänische Fußballspieler, Christensen, das war nach der Impfung. Keiner erzählt davon, aber der ist ein paar Tage vorher geimpft worden, oder? Und fällt dann tot um am Feld, oder? Mhm. Und das ist natürlich kein Zusammenhang mit der Impfung. Nein, auf keinen Fall. Mhm. Der war ja schon schwächlich vorher. War er nicht. Er war topfit, oder? Mhm. Gut, und dann jetzt, ist das British Airlines, das ist die Fluglinie, mit der ich immer fliehe, oder? 4 Piloten in kurzer Zeit gestorben nach der Impfung, oder? Sodass die British Airways jetzt sagen, kein Pilot darf mehr geimpft werden. Denn wenn die am Flieger sitzen mit 300 Leuten im Flieger und tot umfallen, und wenn vier Piloten in kurzer Zeit versterben nach der Impfung, dann ist wahrscheinlich die Dunkelziffer sehr viel höher. Oder das ist das, was veröffentlicht ist, was es an die Medien geschafft hat. Oder? Und das heißt, natürlich die Leute, die jetzt keine Nebenwirkungen haben von der Impfung, da heißt es, dass die ein Immunsystem haben, was diesen Teil der RNA erstmal stilllegt. Mhm. Aber warte, bis die erste Ehescheidung kommt oder der erste kleine Autounfall oder der erste finanzieller Verlust, der erste Stressor, dann wären die Viren frei. Ja, und dann gibt es, dann gibt es halt mit Verspätung. Und es wird sicher nicht jeder krank werden, aber was mit Sicherheit der Fall sein wird, ist die enorme Abnahme der Fruchtbarkeit der Bevölkerung. Mhm. Und nicht nur das, sondern dass dieser Anteil, der eingebaut ist unter DNA, dass er jetzt vererbt wird, dass auch die Kinder
unfruchtbar wären, die es noch gibt. Und deren Kinder. Und deren Kinder, wenn es sie noch gibt, oder? Das heißt, dass das Ziel dieses Impfstoffes, das man sich nicht, sicher nicht übersehen kann, sieht man da drin. In dem, oder? Jetzt, oder ich bin offen dafür, es kann durchaus sein, dass dass der Impfstoff auf lange Sicht oder die Impferei auf lange Sicht das Überleben der Menschheit verbessert. Es ist eh besser, wenn weniger von uns hier sind, oder? Den wenigen, weil naja, den wenigen geht es dann besser als vielen, oder? Und das war schon immer das Thema mit der Überbevölkerung, ne? Schon seit den 80er Jahren. Ja, und wir hatten, eben, das möchte ich jetzt sagen an dieser Stelle, wir hatten vor 2 Jahren eine Umweltkonferenz in Deutschland, wo wir tolle Biologen da hatten und Agrarwissenschaftler. Und wir haben gesagt, ohne noch einen Quadratmeter mehr von guter Erde zu betonieren, oder, kann die Erde 32 Milliarden Menschen verkraften, ohne Schwierigkeiten, wenn die Methoden am Ackerbau geändert werden, weg von Bayer, Monsanto, ja, sondern zum biodynamischen Anbau. Das ist absolut kein Problem. Das heißt, dass das ganze Grundthema von Mr. Gates und anderen, dass wir zu viele sind, ist eine fehlerhafte Annahme. Denn die Annahme ist ja, wenn alle so leben wie Mr. Gates mit 15 Autos und Häusern everywhere und großen Landstrichen, die einem gehören, ja, dann ist nicht genug Platz für, auch nicht für die 8 Milliarden, die wir im Moment sind, ja, sondern da ist weniger Platz. Aber das ist, wie gesagt, das sind Fehlkonstrukte, die diese Leute im Kopf haben, die uns diesen ganzen Salat jetzt beschert haben, den wir erleiden müssen oder ertragen müssen. Es gibt für mich keinen Zweifel daran, oder, wenn einfach durch die Kontakte, die wir hier haben und durch die Einsichten, die da sind. Ja, aber wie gesagt, im Moment gibt es diese zwei Welten. Es gibt die eine Welt der Medien und diesem enormen Marketing, wie toll jetzt diese Erfolge sind in dem Ganzen. Auf der einen Seite. Dauerbeschallung, ja. Ja, und dann die andere Welt der Wissenschaft, die sagt, halt, Moment, ganz gefährlich, da dürfen wir nicht weitergehen, müssen wir sofort stoppen, oder? Und es gibt im Moment keinerlei Brücke, weil diese Welt der Wissenschaft hat keine Medien, die ihre Stimme vertreten. Ja, das heißt, du bist einer, deshalb habe ich zugesagt bei dem Interview, oder? Weil eigentlich sollten besucht werden von den Politikern. Die sollten uns fragen, ja, wie ist es denn an der Front? Was erlebt ihr denn in der Praxis? Wirklich, ja. Oder? Mhm. Völliges Schweigen. Als diese Hochzeit war von Covid, oder, haben wir rechts und links Leute, die eigentlich in die Intensivstation sollten bei uns in Seattle, oder haben wir die Leute massenweise bei mir in der Praxis behandelt oder eine Infusion mit einfachen Mitteln oder eine Gabe von ein paar Medikamenten, die Leute waren wieder fit, oder? Und vielleicht nochmal hier zu sagen, oder, das ist sehr wichtig, dass die Leute das wissen, um diese Emergency Use Authorization zu bekommen, dass diese Impfstoffe, ich sage es mal in Anführungszeichen, zugelassen wurden, mussten die Impfhersteller zeigen, dass es keine Alternative gibt zur Behandlung. Die Chinesen hatten, selbst Mr. Fauci hatte schon 2015 veröffentlicht, dass alle Coronaviren können sofort gestoppt werden durch die Gabe von Hydroxychloroquin. Also selbst veröffentlicht, oder? Und dann war für uns erstaunlich, weil ich behandle Borrelien und wir benutzen dieses Mittel seit 20 Jahren im Rahmen der Borrelienbehandlung. Und im Dezember, bevor die erste Erwähnung war von diesem Virusausbruch in China, ja, also wenige Wochen davor kamen meine Patienten zurück von der Apotheke und sagten, Dr. Klingert, ich kann mein Hydroxychloroquin nicht mehr bekommen, da ist ein totaler Stopp von der Regierung. Ja, da war ja diese Fake-Studie, ne, wo das dann falsch angewendet wurde. Das war später, das war erst später. Nein, was ich sagen will, ist, dass uns Ärzten alle Mittel wurden uns weggenommen, die später notwendig gewesen wären, um diesen Virus erfolgreich zu behandeln. Und
weil wir keine Behandlung haben, gab es diese Zulassung von den Impfstoffen. Ja, also erst wurden uns die Mittel weggenommen, dann kam die Erkrankung. In der Reihenfolge, nicht umgekehrt, erst die Mittel weggenommen, dann die Erkrankung und dann diese Vorstellung bei den Politikern, ja, heute, es gibt keine Behandlung dafür. Und dann, dann diese Injektionen mit diesen eigenartigen Mitteln, oder? Und wir haben, machen ja diese Versuche mit den Magneten, kennt ihr wahrscheinlich, oder? Dass die Impfstelle, für ein paar Tage kann man da Magneten draufsetzen, der steht, der bleibt da. Der Stelle. Nee, das habe ich jetzt noch nicht bekommen. Ich habe schon viel gelernt, aber das ist. Ja, ne, könntest ja. ausprobieren. Ja, es ja. ist also schon erstaunlich, dass da wirklich andere Dinge im Spiel sind, die wir noch nie gesehen haben. Aber wie ist es denn für Menschen, die jetzt so viel Angst hatten und sich haben impfen lassen? Ne? Weil ich meine, es ist ja sehr schwer, es ist ein großer Druck da, also wenn man so in der Gesellschaft ist und alle sind geimpft. Und man selbst ist nicht geimpft. Gibt es denn für diese Menschen, die jetzt diesen Weg gewählt haben, auch eine Möglichkeit, sich, ich nenne es jetzt, wie soll ich das formulieren, sich wieder aufzurichten und ins Lot zu kommen? Oder ist das nicht mehr möglich? Also können Sie, kann der Körper das wieder korrigieren, diese Impfung oder diese Gabe? Die Wissenschaft sagt nein. Okay. Ja, die Wissenschaft sagt nein, dass wir uns den Effekten, die damit eingebaut sind, nicht entziehen können. Jetzt kann sein, wenn es geht immer drum, oder können wir diesen Teil von einem eingebauten App gut, können wir den stilllegen das ganze Leben über. Und die Einflüsse, die diesen Stilllegungsmechanismus aktivieren oder deaktivieren, die werden immer größer. 5G kommt jetzt überall, oder? Und dann Monsanto gibt es zwar nicht mehr, ist jetzt Bayer, oder? Aber Bayer erzeugt immer neue Pestizide und Herbizide, um das Wort Glyphosat nicht mehr erwähnen zu müssen. Oder es wird dann ersetzt durch andere Stoffe, die genauso toxisch sind. Aber dann geht es wieder 30 Jahre, bis rauskommt, dass die giftig waren. Also da kommt noch viel auf uns zu. Was die Impfstoffkonsequenzen angeht, gibt es die Sofortdinge, den Tod und die Schlaganfälle. Mhm. Und dann gibt es eine lange Pause von Monaten bis Jahren und so. Und dann zeigen sich die Späteffekte. Wir wissen, da kommt eine Riesenwelle von Autoimmunerkrankungen auf uns zu, weil wir sehen die ersten jetzt, ja, dass die Geimpften riesen Autoantikörper entwickeln gegen eigene Körpergewebe. Ja, das wurde vorher gesagt und wir sehen es jetzt. Oder? Wir haben diese tollen Tests hier in den USA, wo wir 50, 100 verschiedene Antikörper angucken können. Und wir haben zum Glück diese Tests schon gemacht über die letzten Jahre und können jetzt bei den gleichen Patienten nach der Impfung schauen. Das ist katastrophal, was wir sehen. Ja. Was sind das für Tests? Können wir da ein bisschen mehr Informationen zu haben? Weil das, glaube ich, für unsere Zuschauer ganz wichtig. Ja, die enden alle unter dem Namen Zoomer. Mhm. Ja, so wie Zoom mit ER hinten dran. Ah, okay. Mhm. Ja, da gibt es Neural Zoomer und Immunozoomer und ja, das gibt's, also, aber das kann man leicht googeln. Ja. Ach super, Namen. Ja, genau. Und wie gesagt, ich muss allerdings einschränkend sagen, was wir auch immer mehr sehen, sind die Langzeitwirkungen von der eigenen Erkrankung, ja, von der Corona-Erkrankung. Viele Leute haben kein akutes Stadium durchgemacht, aber kommen jetzt langsam schleichend, kommt diese Long-Covid-Form, also diese chronische Form davon, die auch in vielen Patienten wächst, anstatt dass der Körper immer mehr das schafft zu dämpfen, wächst es im Moment bei. Das ist natürlich aus der Perspektive des Arztes sehe ich natürlich nur da, wo es Probleme gibt, oder? Mhm. Aber dass viele Leute, die jahrelang stabil waren mit ihren Erkrankungen, plötzlich kommt die Migräne, die Schlafstörungen, die Schmerzen im Körper verstärken sich, Entzündungen überall. Und dann, wenn wir nachtesten mit dem besten Test, die es im Moment gibt, sehen wir, dass die Leute wirklich diesen aktiven Virus in sich haben und nicht geimpft sind. Mhm. Und wenn die Leute zusätzlich geimpft wären, ist katastrophal. Ja, denn das
das geht nicht gut. Ja, aber ist das vielleicht wichtig für die Zuhörer, dass es keinen Unterschied gibt zwischen den Konsequenzen der Erkrankung und der sogenannten Impfung. Ja, die Impfung gibt den Leuten die Erkrankung und die Symptome sind gleich. Sind also auch Long-Covid dann? Long-Covid-Symptome nach der Impfung und nach der Erkrankung. Ja, verschiedene Ausprägungen der Dimension von den Symptomen, die es dann gibt, aber doch ganz, ganz ähnlich, ganz ähnliches Spektrum. Wenn ich... Das heißt, was ich damit sagen will eigentlich, ja. Es ist immer noch wichtig, die Leute zu behandeln. Geimpft oder natürliche Erkrankung, beide sind krank, oder? Und wir sind eben weit vorangegangen, Behandlungsschritte zu entwickeln, sowohl biologische als auch medizinische Behandlungsschritte. Und rückblickend, oder kann ich sagen, dass ich mit meiner Methode ART, oder das ist ja meine Art des Muskeltestens, dass wir da fast visionär in die Zukunft schauen konnten und gucken, was hilft den Leuten und was nicht. Und das ist im Moment das Gleiche. Und wir können die Impfnebenwirkungen, die kommen, können wir gut behandeln. Aber die Leute brauchen lebenslang Behandlung. Mit ein paar Kräutermitteln, ja, die alle veröffentlicht sind, wo es gute Literatur gibt dazu. Aber es muss lebenslang um diese eingebauten DNA-Abschnitte in Schach zu halten. Es ist lebenslange Arbeit. Und das ist ja nicht schlecht. Ich meine, die meisten von unseren Patienten nehmen eh ein paar Vitamine und ein paar Kräuter, oder? Und es sind dann andere Vitamine und andere Kräuter. Also die müssen ihren Lebensstil nicht verändern. Aber es ist wichtig, dass sowohl diese chronische Form der Erkrankung als auch die chronische Form der Impfnebenwirkungen, dass sie behandelt werden. Und es ist nicht sichtbar, dass es eine Behandlung geben wird, wo man ein paar Pillen gibt für ein paar Tage oder ein paar Wochen und alles vorbei, sondern dass das Verständnis der Genetik, die hier stattfindet, dass das lebenslange Betreuung erfordert. Und dann schon, Dinge können schon gut gehen, oder? Wie behandelst du genau? Also schaust du auch, dass da die Konflikte dann aufgelöst werden? Oder wie sieht das aus, wenn jetzt die Menschen zu dir kommen? Oder auch die jetzt, natürlich, du kannst ja eh nicht alle behandeln. Wie kann man da vorgehen? Ja, also erstmal das Grundthema, was Leute verstehen müssen, ist, dass die DNA-Abschnitte, die nicht lebensfördernd sind, ja, die eingebaut sind bei uns, müssen stillgelegt werden. Und dieser Prozess, die Methylierung und Histonacetylierung, das sind Prozesse, die unser Körper super selber schafft. Aber jeder Stress, der in unserem System ist, mindert die Fähigkeit, diese Methylgruppen zu bilden oder die Acetylgruppen zu bilden. Jeder Stress erfordert, dass diese Gruppen abgenommen werden von der DNA, woanders gebraucht werden, um im Moment zu überleben. Das heißt, die erste Strategie, absolute Strategie bei der Behandlung dieser chronischen Form, ist, auf allen fünf Ebenen Stress abzubauen. Ja, auf der ersten Ebene ist es die Entgiftung von Glyphosat und Landwirtschaftschemikalien und von Schwermetallen. Auf der zweiten Ebene ist es der absolute, so weit wie es geht, Schützen vorm Elektrosmog. Da haben wir nur eine ganze Palette an Dingen. Die deutsche Baubiologie ist da führend, ja, und immer noch führend. Dann auf der dritten Ebene ist es die Entschärfung von unerlösten seelischen Konflikten, von Traumata. Ja, und auf der vierten Ebene machen wir Familienaufstellungen, um zu schauen, aus diesem transpersonalen Bereich, aus der Familiengeschichte, aber auch aus der eigenen Seelengeschichte, Vorleben, Stressoren, die hereinwirken. Das ist ganz wichtig, das ist heute mehr wichtig, als es je war in der Geschichte der Menschheit, alles zu entschärfen. Ja. Und erst dann kommen dann die speziellen Mittel, um gegen die Viren oder die DNA-Abschnitte anzugehen oder das Immunsystem runterzufahren, also diese massiven Antikörper, die da gebildet werden gegen das Spike-Protein, die Antikörper, die dann alles attackieren in unserem Körper, die müssen wir runterfahren. Ja, und das heißt, nennt man Immunmodulation. Ja, das heißt, ja, antivirale Techniken und Immunmodulation, das ist dann das Sahnehäubchen, was auf die Behandlung draufkommt.
Damit kommen wir gut hin. Damit haben wir ganz, ganz viele Leute aus ihrer Krise geholt und holen sie auch immer noch täglich. Das ist ja unser tägliches Brot. Das ist heute die führende. Es war früher, vor ein paar Jahren, mal die Lyme-Borreliose oder das führend Übersehene bei den chronisch Kranken. Oder? Und heute ist es wirklich, dass wir sagen, ich hatte nie Corona, ich hatte nie, oder? Ich war nie in einer Intensivstation, ich hatte nichts. Und wenn wir dann nachfragen, ja doch, im März vor einem Jahr, oder hatten sie mal 3 Tage Halsweh, oder? Und schien vorbeizugehen und jetzt langsam schleichend kommen die chronischen Symptome, die identisch aussehen wie die Symptome, die nach einer Impfung kommen. Ja, ich hatte auch Covid im Herbst und habe das aber auch durch eine sehr gute homöopathische Behandlung konnte ich daran echt arbeiten. Ich musste aber auch an Konflikten arbeiten, da ist ganz einiges hochgekommen, auch was ich dann, wo ich dann gemerkt habe, diese Stressoren, diese mentalen Stressoren abzubauen, hilft unglaublich. Und das hat dann auch wieder zu einer guten Stabilisierung geführt, bei mir persönlich auch. Ne? Also, ja. Das ist schon ganz wichtig. Keiner kommt drumherum. Nee, vielleicht ist das ja auch die Message, also wenn ich das jetzt mal von einer ganz anderen Warte sehe, wir haben als Menschheit das ja irgendwie auch eingeladen, diese Krankheit oder das Ganze, was hier passiert. Ich meine, wir sind ja in einem Rausch gewesen, in immer schneller weiter. Ich kenne das ja, ich war ja auch viel in China und Indien und im Textilbusiness habe ich das gekannt. Das hat Gott sei Dank aufgehört, aber das war so ein Irrsinn und immer noch billiger und immer noch weniger wert und dass wir jetzt hier uns oder die Erde sich hier, sag mal so, jetzt stopp, ja, das ist auch ein Segen und auch das mit der Landwirtschaft kann ich total sehen, weil mein Bruder hat einen Biobauernhof, da wird, mittlerweile gibt es ganz tolle Forschungen, dass man den Humus wieder aufbauen kann, dass man da ganz andere, ja, wie bei einer Darmreinigung wieder das ganz neu aufbauen kann. Und es wird auch kommen, weil wir dann auch ganz viel CO2 aufsaugen können. Ja, also ich bin mal gespannt, ob wir es hinkriegen, diese Veränderung auch wirklich jetzt auch umzusetzen, nach der die Erde schreit. Ja, und uns auch Corona vielleicht, dass wir es mal verstehen, weil wir, im Moment habe ich ein bisschen Sorge, alle denken, es geht gerade so weiter. Nee, es wird auf jeden Fall, wir kennen ja die Hintergründe, noch ein paar Jahre gehen jetzt, bis die Wende kommt, nennen wir es mal so, oder? Mhm. In Deutschland haben wir ja schon mal eine Wende hinter uns gebracht, oder? Mhm. Es ging auch 30 Jahre oder so, oder? Und jetzt diese Wende, die jetzt kommt, wird noch ein paar Jahre gehen. Ja, vor allen Dingen, wir wissen, und wir kennen Leute, die in diesen Laboren arbeiten, ja, und wir wissen, die müssen ihre Keime verkaufen oder um ihre Investition zurückzubekommen. Mhm. Und das Angebot von Käufern, es geht von einzelnen Kriminellen zu Gangs, zu Regierungen, zu Militärs. Das sind wahnsinnig viele Käufergruppen. Mhm. Und jede Gruppe, wenn sie genug Geld anbietet, hat dann Zugang zur nächsten Krise. Ja, und das heißt, wenn es über 3000 Labore gibt, was stimmt, ja, dann ist die Chance, dass nichts mehr wieder, dass jetzt keine neue Welle kommt, die Chance ist so groß wie im Lotto zu gewinnen. Ne? Und deshalb können wir schon vorhersagen. Und dann ist es natürlich so, okay, dann kommt nochmal ein neuer Impfstoff und nochmal ein neuer Impfstoff. Bis dann irgendwann gesagt wird, hey, wir müssen uns ums Immunsystem kümmern, denn das werden nur die betroffen, die entsprechende Geschichte. Das gilt jetzt aber, muss ich sagen, was das Immunsystem angeht, die Leute, von denen wir es wissen, die gestorben sind, kurz nach der Impfung, waren die Leute mit dem besten Immunsystem. Oh. Ja, wie der Christian sind. Ja? Das sind die Leute, wo das Immunsystem diese Überreaktion hat und das eigene Immunsystem den Patienten tötet. Ja? Anders ist es bei der natürlichen Form der Erkrankung. Die natürliche Form der Erkrankung, du hast ein gutes Immunsystem, dann läuft die Erkrankung durch dich durch mit wenig Schaden und du gewinnst die Oberhand danach. Ja, und das wird bei den kommenden Viren jetzt das Gleiche sein. Ja, dann muss ich zwischenfragen und dann bedeutet das auch nicht unbedingt, dass ich Long-Covid bekomme. Wenn ich jetzt gut auf mein Immunsystem achte,
also mich entgifte mindestens zweimal im Jahr, mich gut ernähre, dann müsste ich ja absolut davon ausgehen, dass mein Körper das schaffen kann, aufgrund seiner Stabilität, wenn ich auch Vitamin D zu mir nehme, dann heißt es nicht unbedingt, dass ich dann Long-Covid bekommen muss. Nein, das ist Long-Covid sind ja, ich würde schon mal sagen, vielleicht einer von drei Leuten, der die Erkrankung hatte, ohne es zu wissen, bekommt die Long-Covid-Form. Und es sind dann schon Leute, die entweder in meinem Alter sind, die schon älter sind, wo das Immunsystem so ein bisschen nachlässt, oder es sind Leute, die wirklich sich nicht gekümmert haben. Ja, und deshalb ist schon mein Rat an die Zuhörer jetzt, also es ist höchste Zeit, sich zu kümmern. Die nächste Welle, von dem kommt, das ist, und zwar nicht auf natürliche Art, das ist ganz klar. Also die natürliche Welle, die Krise war schon vorbei. Im September 2020 war die Krise vorbei. Es ist nur die Medien haben das aufrechterhalten, oder? Und dann wird verzweifelt gesucht nach, jetzt nach der Delta-Form oder der Form aus Indien oder so. Ich habe 3 Jahre in Indien gewohnt, oder? Ich habe meine Kontakte weiter behalten, die sagen, ihr spinnt alle, oder? Die Leute, die jetzt sterben, wir haben eine Riesenwelle gehabt von der Pilzerkrankung in Indien, ja, ausgelöst durch das 5G. Ja, 5G installiert, bumm, ist dieser Pilz, Mukor, Racemosus, wahnsinnig explodiert in den Leuten, oder? Und wenn die Leute da Covid hatten, sind sie gestorben. Ja. Aber nicht wegen dem Covid, sondern wegen dem Pilz und dem 5G, oder? Und dann, was uns hier im Westen verkauft, auch schlimme neue Mutationen. Ja, scheiße, ist neu, ja. Ist eine Mutation, aber die an sich selber in Indien tödlich ist, wegen der Pilzerkrankung. Und in England nur dann tödlich ist, wenn die Leute auch diese Pilzerkrankung haben, aber sonst völlig harmlos verläuft. Diese Dinge werden uns alle verschwiegen, die sind bekannt, aber werden auf gemeine Art verschwiegen. Und es ist ständig diese Angstmacherei wieder, oder? Mhm. Und die Medien sind ja eigentlich müssten ja weltweit angezeigt werden wegen Mord und Totschlag, oder? Mhm. Die Medien sind die eigentlich verhindert haben, dass die Wahrheit an allen Stellen ans Licht kommt, dass die Erkrankungen behandelbar sind. Es gibt ein paar einfache Mittel. Wenn die Leute die nehmen, ist diese akute Phase sofort vorbei, ja. in Stunden, oder? Mhm. Und die Gremien, die uns diese Mittel weggenommen haben oder verboten haben, die müssten, jeder von den Angestellten müsste angezeigt werden wegen Mord. Und die haben ja auch Naturheilkunde und Homöopathie vorher schon und dauerhaft diskreditiert. Das war ja die Vorwelle, die Vorbereitung, das alles erstmal beiseite zu räumen. Und dann gibt es natürlich nur noch die normale sogenannte Schulmedizin. Und das ist sehr schade, dass das nicht aufgenommen wird, weil eine Symbiose wäre eigentlich sehr hilfreich. Ne? Wir haben ja... Die Statistiken habe ich damals in meinen Kursen weitergegeben von Kuba und von Kerala in Indien, ja, in der Bundesstaat Kerala. Die Ministerpräsidentin da ist Homöopathin und die hat ja am Anfang gleich der Krise angeordnet, jeder in Kerala kriegt umsonst Arsenicum Album, C200, glaube ich, war C30 war es. Und in Kuba das Gleiche, also in Kuba hatte eine Kombination von Homöopathika, da war auch Arsenicum Album das Hauptmittel. Und dann war spannend die Zahlen. In den USA damals und England lag die Todesrate bei 350 pro 100.000 Bevölkerung. In Kerala 6 pro 100.000. Ja. Und in Kuba 7 pro 100.000. Ein dramatischer Unterschied. Ja. Aber Konsequenzen, oder? Die Ministerpräsidentin Sheila G. wurde fertig gemacht von den Medien, überall in Indien angezeigt, ganz, ganz schlimm. Eine riesen Hasskampagne gegen sie und in den Medien in ihrem eigenen Bundesstaat fertig gemacht, dass sie unverantwortlich ist und letztlich dann die Bevölkerung aufgrund der Medien wieder gezwungen wurde, zur Impfung zu gehen. Und es gibt auch eine Klinik, das ist auch so schön, eine homöopathische von Dr. Pradeep Kumar Gupta, der behandelt ja auch gerade diese ganzen schweren Corona-Fälle. Der behandelt
nur noch ohne Maske, der hat und ohne Schutz, der hat alles aufgehört und hat gesagt, seine Leute werden nicht krank, die essen, nehmen dann vielleicht mal, wenn sie ein bisschen an Symptomen haben, Breonia, das ist bei denen sehr, hilft sehr stark. Und die haben auch kaum, also die haben ganz wenig von 12.000 behandelten, also Delta-Variante behandelten, sind, glaube ich, sechs Menschen gestorben. Sechs sind gestorben. Und, mit Vorerkrankungen. Und die hatten aber Vorerkrankungen. Ne? So, das hat er jetzt in den letzten, das sind dann schöne Berichte, ermutigende Berichte auch von Menschen, natürlich, die wirklich draußen an der Front sind. Und das ist uns auch bei United to Heal so wichtig, dass wir euch hören, die wirklich jeden Tag noch mit Patienten arbeiten und die ein Netzwerk haben und von dem Netzwerk berichten und sich da wirklich auf was stützen können, weil das ist doch das, was jeder hören muss. Wir haben auch bei mir in der Praxis ist auch Maskenverbot, weil es einfach, es gibt jetzt ja tolle Berichte über die Masken selber, wissenschaftliche Arbeiten und über diese Abstrichdinger, die da gemacht werden. Mhm. Da ist in beiden in den Masken, habe mir jetzt gefunden, das kam heute raus in Studie, die haben in den Masken frisch aus der Verpackung, oder? Staphylokokken, Streptokokken, Klebsiellen, die ganzen Pathogenen, kamen Borrelien gefunden in den frischen Masken. Ja, aber die Studie brauchen wir. Ja, das kam gerade heute raus und dann die italienische Forscherin Dr. Gatti, Professor Gatti, die hat diese Abstrichdinge untersucht, oder? Und das sind ja Zirkonfasern, die brechen ab in der Nase und da sind so Nanopartikel drauf auf den Fasern, das ist bekannt. Und diese Nanopartikel brechen los und die machen dann so eine Art Kristallgitterstruktur, die wächst. Und die wächst durch die Membranen, durch ins Gehirn. Kein Witz. Und jetzt heute kam raus, dass die FDA jetzt diese verboten hat, oder? Weil es rauskam, diese Studie, dass bei den die Abstriche selber gefährlicher waren als die Impfung. Wundert mich gar nicht, weil ich weiß, wie in China und in Indien Dinge verpackt werden und wieder überhaupt Business betrieben wird. Das ist, da gibt es immer die zwei Vorzeigefabriken, in denen sozusagen alles schön steril gemacht wird und so weiter. Und der Rest kommt durch die Hintertür. Und da sollten die Leute eigentlich mal wissen, wo es herkommt. Also das will bloß keiner. Ja, und das ist natürlich für uns dann immer die Frage, aufgrund von anderen Beobachtungen, ist da eine Intention drin oder ist es einfach Dummheit oder Übersehen, was übersehen ist. Und es sieht immer mehr so aus, als ob dann doch ein Geist über dem Ganzen hängt, der gegen das Leben ist. Ich glaube, das ist unser eigener kollektiver Geist, der so voller Angst ist und einfach dieses Ganze, das ich verabschieden muss. Das Alte, das zappelt noch unglaublich, bevor es sich dann wirklich verabschiedet. Ne? Ja. Es kann ja auch sein, dass Menschen wirklich Intentionen haben, aber wenn ich jetzt so mal ist das, glaube ich, dieses ganze Unbewusste, diese ganze Drittchakra-Gier-Motivation, die gar nicht mehr verbunden ist mit Herz und Erde, sondern die eigentlich irgendwie so, ja, die gerade ausufert. Ne, ja. Das ist jetzt so mein Verständnis. Die Zeit wird zeigen. Die Zeit wird zeigen, ja, ob da jetzt, ja, genau. Ja, ich habe noch mal eine Frage. Es kursiert ja oft die Aussage, dass man sich in Acht nehmen muss vor Geimpften aufgrund des Sheddings, dass man dann selbst erkranken kann. Ist dem so? Ist das nur eine Idee, Fantasie? Ja. Ich kann einfach ein paar praktische Beispiele geben, oder? Ich habe eine Familie, wir haben eine 3-jährige Tochter und eine 5-jährige Tochter. Die gingen zu den Großeltern zu Besuch für ein Wochenende. Großeltern waren frisch geimpft, Kinder kamen zurück und beide kriegten eine enorme Menstruationsblutung. 3-jähriges Mädchen, 5-jähriges Mädchen. Und das ist genau das, was vorhergesagt wurde, oder wenn man dieses Spike-Protein bekommt und der Körper bildet Antikörper dagegen, dass es dann dies auslösen kann, die Monatsblutung auslösen kann, ja, dass die massiv kommen. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, oder? Wenn mir jemand sagt, ja, wir haben doch eine Studie gemacht, man kann kein Spike-Protein in der Luft finden von den Leuten, ist mir scheißegal. Ja, wir haben
Ich habe sicher inzwischen über 400 Anrufe und E-Mails oder von Leuten, die im Umfeld waren von Geimpften und dann schwerkrank wurden. Also ähnlich, in Corona ähnlich. Ja, und wenn mir jemand irgendwann wieder erzählt, es gibt da keinen Zusammenhang, ja, good luck. Aber das muss nicht unbedingt sein. Also das hängt dann vermutlich auch von der eigenen Konstitution ab, oder? Ja, die Dosis, die man abbekommt dadurch, ist natürlich sehr klein. Und es scheint so zu sein, je jünger Leute sind, desto stärker ihr Immunsystem noch ist, desto gesünder, desto stärker die Reaktionen. Weil das aktiviert im Immunsystem sozusagen, das Immunsystem. Ja, das Spike-Protein ist dem Körper bekannt und Spike-Protein sollte nur dann da sein, wenn ein Fötus gebildet ist oder der sich einbetten will im Uterus. Das ist die einzige Zeit. Und wenn das Immunsystem dieses Spike-Protein entdeckt, zu anderen Zeiten attackiert es das Spike-Protein und dann gibt es diese Kreuzreaktion, dass die gleichen Antikörper attackieren alle möglichen anderen Körpergewebe. Und dann gibt es die seltsamsten Symptome, die die Leute bekommen, wenn sie im Kontakt waren mit jemandem, der geimpft war. Und wie ist das mit den Bluttransfusionen dann? Wenn jemand geimpft ist, hat das auch Auswirkungen auf jemanden, der dann nicht oder überhaupt auf, wenn ich jetzt von jemandem Geimpften eine Bluttransfusion bekomme? Im Notfall. Im Notfall jetzt, ja, was weiß ich. Nee, das geht nicht. Das ist ja bekannt, dass die ganzen Blutorganisationen, dass ein Verbot ist. Wenn du geimpft bist, darfst du kein Blut spenden. Tatsächlich? Das machen die doch aber alle. Wie, ehrlich bei euch? Also hier in Amerika ganz strenges Verbot. Also mir hat doch gerade jemand erzählt, dass er wieder beim Blutspenden, also wenn jemand geimpft ist, darf er es dann überhaupt nicht mehr? Vorläufig, ja. Im Moment ist es so, wenn du geimpft bist, das große Aufruf hier in Amerika, wir suchen nach Ungeimpften für die, unsere Blutreserven aufzufüllen. Großer Aufruf. Ach. Hier ganz, 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 ganz streng hier. Bei euch nicht, das ist also schockierend. Das müssen wir noch mal recherchieren. Müssen wir überprüfen. Aber das ist ja erschütternd. Also ich meine, diese Aussage. Ja, erschütternd nicht. Für mich ist das, okay, da ist irgendwo jemand vernünftig. Ja. Was würdest du denn tun, wenn jetzt du jemanden testest, kinesiologisch, und dann sagt er, ja, Impfen ist richtig für mich? Geht das überhaupt? Naja, wir haben natürlich, wir stellen Leuten gern Literatur zur Verfügung. Ja, das ist im Moment ja die wissenschaftliche Literatur sehr eindeutig in Richtung Impfen. Wenigstens völlig unbekannt, was passieren wird. Ja. Und dass der Impfstoff kein Impfstoff ist, sondern eine Genmanipulation. Okay. Ich informiere die Leute und wenn sie dann die Wahl treffen, bei mir ist nicht erlaubt, dass also jemand, der geimpft ist, darf für 10 Tage nicht in die Praxis. Mhm. Und das hat sich gut bewährt. Und meine Patienten sind ja cool. Die Amis sind ja nicht doof. Also der Eindruck, den möchte ich mal zurechtrücken. Die sind sehr, sehr verbunden mit ihrer Intuition. Die sind zwar nicht so mental wie die Deutschen, aber sind sehr, sehr emotionell und intuitiv sehr, sehr gut drauf. Und es gibt einen riesen Untergrund hier natürlich von Leuten, die wissen, wo der Hase hinläuft. Oder ja auch. Oder es gibt viel, viel mehr von uns, als wir wissen, oder? Weil die von uns eben keine Medienaufmerksamkeit bekommen. Und es ist in Amerika ganz genauso. Und die Impfzahlen, die da immer gegeben werden, da weiß auch keiner, wo die herkommen, oder? Es sind wesentlich weniger Leute, die sich impfen lassen, aber es wird so, die Presse manipuliert diese Zahlen sehr hoch, weil die im Moment keiner kontrollieren kann oder so, dass die Leute sich immer mehr, du hast das vorhin angesprochen, immer mehr in die Ecke gedrängt fühlen, die nicht geimpft sind, aber alle anderen sind, ich bin der Einzige, der nicht geimpft ist, da muss ich jetzt auch, oder? Und die Medien erzeugen ja diesen Eindruck im Moment und trotzdem. Und da wollte ich deine Frage nochmal beantworten. Ja, Leute müssen halt den Mut haben und die Stärke innerlich haben, Nein zu sagen. Ja. Und das ist ja ganz, ganz wichtig in dieser Zeit. Ja. Ich habe nochmal
eine Frage zu dieser Vibration der DNA und das heißt, dass einer, also die vibriert, das heißt, sie schwingt und sie wird durch Strahlung auch dann destabilisiert, weil die 5G-Strahlung auch in der ähnlichen Frequenz ist. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, so von der Biophysik her ist diese Eigenschwingung der DNA ist wie so eine Spule, ja, die zusammenzieht und auseinandergeht. Jedes Mal, wenn es zusammengeht, wird ein Photon ausgeschickt. Das Photon, Lichtteilchen, das trägt die ganze Information, welche Abschnitte von der DNA im Moment aktiv sind, welche nicht, wo was krank ist, wo was gesund ist, wird rausgetragen. Mhm. Und dieses Photon begegnet allen anderen Photonen von allen anderen Zellen und informiert mit Lichtgeschwindigkeit alle Zellen, was in jeder Zelle. Das ist ein Grundprinzip von diesem Multizellorganismus, den wir haben. Ja, der funktioniert nur, wenn alle Zellen mit Lichtgeschwindigkeit miteinander kommunizieren. Und es war Fritz Albert Popp, der das wirklich entschlüsselt hat, ja, weil das war früher nicht bekannt. Da dachte man, das sind chemische Botschaften oder autonomes Nervensystem. Das hat sich alles als falsch herausgestellt. Das sind diese Lichtsignale. Und diese Lichtsignale sind wahnsinnig wichtig, damit jede Zelle mit jeder Zelle kommunizieren kann. Und 5G stört diese Lichtsignale enorm. Ja, weil 5G hat diesen Anteil, diesen hohen Anteil von 40 bis 60 Gigahertz im Moment. Unsere DNA 40 bis 160. Ja, und da wird auch die Handyindustrie wird bald diesen Bereich mit erfassen. Und was wir erwarten, ist, dass man, wenn diese Wellenlängen in Resonanz treten mit unserer DNA, dann kann man mit diesen Wellenlängen unsere DNA aktivieren und inaktivieren. Das heißt, man kann uns auf tiefster Ebene manipulieren. Und das ist mit Sicherheit der Fall. Ich sage mal ein Beispiel hier und ihr könnt es lassen oder nicht. Aber ich glaube, das erklärt diesen Aspekt sehr, sehr gut. In England, wo ich oft wohne, wurden nachts immer, sagen wir, die Arbeiter, die noch die Straßenlaternen klettern und da diese 5G-Emitter installieren. Und dann war der direkt vor unserem Haus oder da kam ein riesen Regenguss. Und da habe ich gesagt, hier ist meine Chance. Dann bin ich rausgegangen, habe dem gesagt, du, ich komm rein, bis es vorbei ist. Dann habe ich mich mit dem Arm gefreundet, eine Tasse Kaffee gemacht für ihn. Und dann gesagt, zeig mal die Dinger, die du hier installierst, zeig mal, was du machst und so. Und hat dann, das sind so runde, ja, runde Dinger, nicht viel größer als so eine Seifendose. Mhm. Und hat es aufgemacht, dann stecken verschiedene Computerchips drin. Mhm. Und auf einem Computerchip, das ist jetzt, nehmt es von mir oder nicht, oder? War eine kleine Aufschrift, da stand drauf, Covid Activator. Nee. Ja. Hast du da ein Foto von gemacht? Nee, weil ich wollte den Typ natürlich nicht. Ja. Covid Activator. Und für mich war da klar, wo alles hinläuft im Moment, oder? Dass wir steuerbar werden. Ist es auch mit diesen Magnetpartikeln, oder? Manche Leute sind am ganzen Körper, kann man jetzt Magnete anhängen? Am ganzen Körper. So diese einfachen Magnete am Eisschrank, also nichts Besonderes, keine besonderen teuren Magnete. Und natürlich, wenn wir unser ganzer Körper metallisiert ist auf diese Art, sind wir die perfekte Antennenanlage, um diese Signale zu empfangen. Und wenn die Signale noch senden auf der gleichen Wellenlänge wie unsere DNA, dann ist es nur eine Frage, wer wann die Steuerung übernimmt und was da auch moduliert wird. Oder dann alles, was wir über Radios wissen, ist dann hier auch wahr, oder? Wir können den Sender einstellen und wir können die Musik laut machen, leise machen. Da kommt noch viel auf uns zu. Da fällt mir gleich der Film Die Matrix ein. Ja, ich weiß, es wurde vielleicht ja auch noch, vielleicht noch interessant, oder? Die gleiche Person, die hochgradig an den Gewinnen beteiligt ist von der Moderna-Vakzine und von dem BioNTech, die gleiche Person hat den größten Anteil
Besitzanteil an der gesamten 5G-Infrastruktur in den USA und ist der größte Landbesitzer geworden in den USA. Ja, und hat auch Aktien bei Glyphosat, also bei Bayer Monsanto, ne, gehabt oder hat sie auch und hat, glaube ich, auch. Und lässt sich gerade scheiden. Ja. Ja, das ist schon ein bisschen spooky, ne, manchmal. Also, ja. Was mache ich jetzt? Jetzt stell dir vor, wir haben jetzt hier Zuschauer, die sind geimpft, die sind auch jetzt verunsichert durch dieses, was wir jetzt hier sagen, und die möchte ich jetzt nicht in diesem Raum stehen lassen. Was kann ich tun? Du hast vorhin das Immunstärkung angesprochen. Das heißt, was kann ich tun, damit das epigenetisch nicht aktiviert wird? Oder was ist das Beste, was ich tun kann, um mich wirklich frei machen zu können von diesem, ich will mal sagen, diesen Schwingungsdruck, diesen niedrigen, hohen Frequenzen, die aber letztendlich ja auch sehr destruktiv wirken. Also das Erste, mein erster Rat ist, dass Leute sollen immer ihrem eigenen System vertrauen, dass es mit den Dingen, den Herausfordernissen unserer Zeit umgehen kann. Ja, wir müssen als Grundannahme annehmen, dass wir als bewusste Wesen bewusst diese Zeit gewählt haben, um hierher zu kommen auf die Erde. Dass es kein Zufall ist, dass wir nicht hier aus Versehen hier sind, sondern mit Absicht. Und dass wir in uns alles haben, um diese Zeit gut durchzustehen und in dieser Zeit zu wachsen und zu reifen und zu lernen. Das muss jedem klar sein. Und dann die Dinge, die ich vorhin erwähnt habe, sollten ausgefüllt werden, ja, Entgiftungsprogramme, gute Ernährung, wichtig ist der Schlaf, Sport, also alle Dinge, die ihr schon wisst, solltet ihr auch anwenden. Das endlich mal machen. Wir haben es ja jetzt schon oft gehört in den Kongressen und immer wieder von Menschen wie dir gehört, jetzt wirklich tun, ja? Umsetzen. Ja. Und es ist wirklich das, was ihr schon wisst, und was euer Körper euch auch sagt, ist jetzt wichtiger, als es je war. Und es wird sicher bei den meisten von euch gut ausgehen und keine Probleme geben. Ja, denkt dran, ich spreche aus der Position nicht nur von einem Arzt, sondern ich akzeptiere nur Patienten von anderen Ärzten. Das heißt, mein Durchschnittspatient hat 33 andere Ärzte schon besucht. Und das heißt, ich filtriere raus. Ja, ich filtriere die Patienten raus, wo es eben nicht gut gegangen ist. Ja. Mhm. Aber in der Mehrzahl der Fälle wird es ja gut gehen. Und kümmert euch um euer Immunsystem. Und dann möchte ich doch ein bisschen Schleichwerbung machen. Oder wir haben an meinem Institut in Freiburg, die Internetseite ist ink.ag. Die verlinken wir auch. Ja. Institut für Neurobiologie nach Klinghardt. Wir haben eine Mediathek da. Und in der Mediathek findet ihr meine ganzen Talks über Covid, über die Impfung, über ganz einfache Therapiemaßnahmen, die ihr machen könnt. Und empfehle einfach, meine Talks sind einfach und verständlich, sind immer eine Stunde lang und ganz konkreten Behandlungsvorschlägen. Ja, welche Kräuter, welche Vitamine, manchmal auch welches schulmedizinische Medikament bei bestimmten Situationen. Ja, und es ist relativ einfach, für jeden von euch Fachmann zu werden, oder? Wir sind führend gewesen in den USA in meiner Praxis, weil der erste Ausbruch von Covid in den USA war in Seattle, in dem Krankenhaus, wo ich regelmäßig arbeite, oder? Da waren die ersten Fälle und von daher hatte ich die Möglichkeit frühzeitig. Und meine Hauptassistentin ist Chinesin. Und dadurch hatten wir Zugang zu allem, was in China bereits bekannt war und haben sehr schnell Wege gefunden. Und unsere Therapievorschläge sind einfach. Das jetzt überspringt den Rahmen von dem hier. Ja, aber es ist in der Mediathek am INK-Institut, dass Leute sich da einklinken können. Oder in England ist Klinghardt Institute. Ja, Klinghardt Institute. Für die von euch, die Englisch sprechen, da ist noch ein bisschen mehr verfügbar. Ja, schön. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, genau. Wunderbar. Ich danke ganz, ganz doll. Hast du noch eine Message, die du hast für die Welt oder für die Ärzte?
oder Ja, Gesundheitsinteressierten. denkt, oder meine Eltern waren im Zweiten Weltkrieg und deren Eltern waren im Ersten Weltkrieg. Und wir sollen schon ein bisschen mit Dankbarkeit auf unsere Zeit schauen, dass alles, was uns jetzt begegnet, ist zumindest, was diese massive Gewalt angeht, wesentlich einfacher unsere Zeit. Ja? Unsere Zeit erfordert Intelligenz, um diese Zeit zu bewältigen, aber keine Muskelkraft. Und deshalb, und ihr habt alle diese Intelligenz, ja, euch genau anzuschauen. Und wirklich finde ich eine positive Nachricht ist, dass ihr aufhört, in die Medien zu schauen. Ja, die Medien sind heute nur noch dazu da, als Marketingwerkzeug für die Special Interests, die euch in eine bestimmte Richtung führen wollen. Und diese Richtung ist nicht gut. Und dieser Richtung nicht zu vertrauen, ist lebensbejahend. Ja, und dann an jeder Stelle gucken, oder ist es fürs Leben oder ist es nicht fürs Leben? Ja, und wenn ihr in eurem Umfeld verhindern könnt, zumindest jetzt, wenn die Impfung für die Kinder kommt und für die Jugendlichen, denkt dran, dass ihr ihre Reproduktionsfähigkeit deutlich verringert. Ja, und wenn ihr das wollt, wenn euch das, wenn es okay ist, wenn es zur Planung in der Familie passt, dann ist es okay. Aber wenn nicht, alles tun, was ihr könnt, um es zu verhindern. Ja, ich weiß, es ist jetzt nicht sehr positiv, aber es ist doch positiv. Ich möchte, dass das Leben auf der Erde weitergeht. Und das gegenwärtige Programm ist gegen das Leben. Es ist nicht für das Leben. Ja, und deshalb immer die Frage stellen innerlich: Ist es fürs Leben oder ist es gegen das Leben? Und die Wissenschaft, was die gegenwärtigen Impfstoffe angeht, zeigt ganz deutlich, dass die nicht fürs Leben sind. Vordergründig, oder? Weil dann werden so immer die Zahlen gesagt, wie viele Tote verhindert werden. Studie von Israel sagt, 40 Mal mehr Leute sterben durch die Impfung als durch die natürliche Krankheit. Okay, völlig gegensätzliche Aussagen. Wem sollen wir vertrauen? Dann am besten niemand, oder? Aber diese Seite des Negativen macht die Presse nicht, ja, sondern es gibt immer nur eigenartig interpretierte Zahlen, oder? Wo ich denke, also, oder? Ein kurzes Beispiel, ich weiß es ist jetzt am Ende, aber wir wissen, dass seit September letzten Jahres die Krise eigentlich vorbei ist oder die Erkrankung gestorben ist. Und im Februar dieses Jahres war es praktisch vorbei. Und dann kam der Impfstoff, der die Erkrankung ja nicht verhindert, sondern vielleicht ein bisschen die ernsten Verläufe verhindert, aber im gleichen Maß anderen ernste Verläufe gibt. Das wird ja nicht in die gleiche Statistik mit einbezogen, oder? Die Toten, die verhindert werden, die werden in der Statistik erwähnt, aber die Toten, die durch die Impfung entstanden sind, die werden rausgenommen aus der Statistik. Ja, das ist mal das eine. Aber das Wesentliche war, dass der große Impferfolg am Anfang daher da war, dass der Test, der verwendet wurde, oder der PCR-Test, oder der wurde ja, es geht, ist jetzt egal, aber da wird ja das Material, was da entnommen wird, wird 45 Mal verdoppelt, ja, um dann genug zu haben, um es messen zu können, oder? Und in der Wissenschaft ist bekannt, man darf nicht über 25 Mal mehr verdoppeln, sondern wenn man über 25 geht, findet man alles, was man irgendwie nur verdächtig findet, oder? Und dann der Trick war, dass mit dem Erscheinen des Impfstoffes hat die Weltgesundheitsorganisation erklärt, jetzt verdoppeln wir nicht 45 Mal, sondern nur noch 25 Mal. Und plötzlich gab es diesen Riesenabfall von neuen Erkrankungen, von Neuerkrankungen, oder? Der dann zeitgleich mit dem Erscheinen des Impfstoffs erwähnt wurde. Und diese Betrügereien, die gibt es jeden Tag in der Zeitung. Und von daher kann ich im Moment da nichts Positives über die Zeitungen sagen, sondern einfach nur, ja, kümmert euch um euer Leben und findet die Freiräume, wo es noch schön ist. Es wird wieder Lockdowns geben, kein Zweifel. Es wird wieder hart werden für viele von euch, die um ihr Überleben vom Business her kämpfen.
es wird es weitergeben und genießt einfach die Zeiten, wenn Dinge ein bisschen offen sind wie jetzt. Wirklich die Freiräume zu euren Platz in der Natur und Ferien da, wo es geht. Und immer wieder danach suchen, wo das Leben noch schön ist. Und diese Krise wird vorbei sein, aber es wird noch ein paar Jahre jetzt gehen. Gut, mehr habe ich nicht zu sagen. Ja, danke. Lieber Dietrich, ich bedanke mich ganz herzlich. Das ist wirklich, wirklich auch aufbauend, auch wenn es teilweise nicht so erfreulich ist, was du gesagt hast. Aber es ist sehr herzlich und deine Message, die kommt rüber. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und dass wir da, ja, dass wir dem Herzen mehr folgen. Und das hat mich nochmal sehr inspiriert und auch gefestigt. Und darum möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Absolut. Vielen, vielen Gut. Dank. Und ich wünsche euch einen schönen Rest vom Samstag, oder? Bei Danke. Uns ist ja fast vorbei. Ja. Ja. Erst an. Ja, ja, tschüss. Wir werden das auch nochmal machen, was du gesagt hast. Wir gehen jetzt nochmal raus und hier ist die Abendsonne und dann können wir das nochmal ein bisschen genießen.